Ja, absolut. Ich habe heute Mittag erst einen Eintopf gegessen, ne, mit Frankfurter Würstel drin. Also ich bin an und für sich ein sehr bodenständiger Typ und esse natürlich gern deutsche Hausmannskost. Ne. Ich bin hier geboren, bin mit der Nahrung aufgewachsen. Weiß auch, dass das nicht immer gesund ist, aber manchmal so eine schöne Erbsensuppe mit Würstel drin ist was Feines im Winter. Auf den Touren ist es also ganz verschieden. Wir hatten also das Glück, als wir mit Scorpions getourt sind, dass wir immer einen eigenen Koch mitgenommen haben, obwohl wir natürlich darauf geachtet haben, dass immer alle gesund waren, dass genug Vitamine in den Körper kamen. Ich habe auch bewusst darauf geachtet, dass ich bestimmte Kraftnahrung zu mir genommen habe, viele Kohlenhydrate wie Bananen oder Spaghetti vor Konzerten gegessen. Und heute ist es halt eben anders, dass man manchmal in den Hotels nicht immer das Essen bekommt, das man haben will. Ich versorge mich teilweise on the road selber, habe teilweise auch ein eigenes Mixgerät mit, wo ich mir dann so Sachen mache, wie zum Beispiel mache mir Mandeln mit Frucht in den Mixer rein und sowas. Esse also die Frucht und alles ganz frisch, wie es aus dem Garten kommt. Ne? Also das ist auch unmöglich manchmal on the road was anderes zu essen, weil manchmal an den Autoraststätten gibt es ja nicht gerade das Gesündeste, wie wir alle wissen. Und jeden Tag zu McDonald's muss auch nicht sein.